Oh, das Terminal dürfen wir nicht benutzen. Das ist verboten. Aha. Sonst mal merken. Gut, wir können das Institut jetzt jederzeit verlassen und betreten. Das klingt super. Was haben wir hier noch? Das Terminal habe ich nicht gelesen, ne? Forschungsvorschläge, menschliche Kybernetik. Aufbauend auf bestehender Institutforschung im Bereich Implantate Kybernetik. Ziel ist die Verbesserung menschlicher Fähigkeiten und die Verlängerung der Lebensspanne. Vorläuferprogramme erzielte begrenzten Erfolg in einem einzelnen Bereich. Einbeziehung mehrerer Bereiche und neuer Technologie könnte sich als höchst effektiv erweisen. Genehmigung abgelehnt. Schade. Keine Fusion. Abzweigung von Zeitmaterialien der laufenden Arbeit an Phase 3 zur Erforschung nachhaltiger Nuklearreaktionen durch elektrochemische Prozesse bei oder bei annähernder Raumtemperatur. Naja. Vorkriegsforschungen auf diesem Gebiet brachten keine konkreten Ergebnisse. Technologischer Fortschritt könnte dies möglich machen. Genehmigung abgelehnt. Dies ist und bleibt erwiesenermaßen ein Wunschtraum. Miniaturisierung. Modifikation der Transmitteranlage, um bei der Rematerialisierung zusätzliche Parameter zu ermöglichen, speziell zur Erforschung der Rekalibrierung von Objektgrößen und Dichte. Es könnte möglich sein, jemanden mit dem Transmitter auf Insektengröße zu schrumpfen. Oder noch kleiner. Abgelehnt. Lassen Sie bitte die Science Fiction aus dem Spiel. Plasmawaffen. Vorkriegsplasmawaffen existieren, allerdings in recht primitiver Form. Es wurden Exemplare gesammelt. Ein spezielles Forschungsteam könnte diese Waffen drastisch verbessern. Genehmigung ausstehend. Überlegenswert nach Abschluss von Phase 3. Was ist Phase 3? Persönliche Notizen. Dr. Lee verbringt immer mehr Zeit in ihrem Labor bei dem Kindzünd-Ding. Es ist unheimlich und frage mich allmählich, ob es nicht zu anhänglich wird. Evan hat meine letzten 12 Vorschläge alle abgelehnt. Ich weiß nicht, wie ich zu ihm durchdringen soll. Aha. Das war alles hier, ne? Schade. Ja, ja. Ja, ja, sabbel nicht. Ich finde es immer befremdlich, dass hier unten Waffen des Zentrum rumlaufen. Ein Terminal, das knacken wir mal eben. Mit Wake. Also. Oh. Türsteuerung öffnen. Ja, das hat sich ja Fusionszelle. Munition. Ich will gerade meckern, aber es hat sich doch gelohnt. Dann gehen wir mal zur Synd Retention. Für autorisiertes Personal. Dr. Ayo denkt also, er kann sich in seinem Büro verstecken? Gut, dann sag ihm, dass ich mit Vater über diese unangekündigten Sicherheitskontrollen sprechen werde. Mein Quartier mitten in der Nacht zu durchwühlen, ist vollkommen inakzeptabel. Ich leite Ihre Nachricht weiter, Doktor. Bitte mach das. Ich hoffe, du hast alles, was du brauchst. Falls nicht, dann lass es mich wissen. Entschuldigung, Doktor. Willkommen, willkommen. Schön, dich kennenzulernen. Ich hoffe, du wirst das Institut als dein neues Zuhause ansehen. Hast du deine Stimme auf einmal gewechselt? Was machst du denn hier? Ich bin verantwortlich für Unterkunft und Versorgung. Ich sorge dafür, dass alle ein komfortables und produktives Leben führen. Du solltest wissen, dass es für viele von uns eine große Ehre ist, dich hier zu haben. Nach wie vor befremdlich. Warum? Hi. Eine unbekannte Person. Freigabe bestätigt. Danke. So, jetzt sind wir im SEB. In der Robotik mal mit dem Knüppel reinzuschlagen. Ich kann mir nicht vorstellen, an der Oberfläche zu leben. Klingt wie ein Albtraum. Vielleicht sollte ich mal ein paar Runden mitnehmen. Bitte nicht. Es gibt schon genug Reibereien zwischen uns. Und eigentlich allen anderen Abteilungen. Wirst du etwa weich, Alana? Meine Methoden bringen Ergebnisse und so auch diesmal. Wirst schon sehen. Die Anpassung wird schwierig, aber vergiss nicht, dass Synths keine Menschen sind.
Die Hälfte der Zeit verbringe ich damit, die Leute zu besänftigen, die Justin verärgert. Wir müssen mit den anderen Abteilungen zusammenarbeiten können. Und das ist schwierig, wenn sie ständig sauer auf uns sind. Was macht Justin denn, dass es zu Räubereien kommt? Er ist einfach aggressiv und anstrengend. Er glaubt, seine Probleme sollten für alle das Wichtigste sein. Ich muss aber zugeben, dass die anderen Abteilungen unsere Bedürfnisse nie besonders ernst genommen haben. Sie sehen uns wohl als notwendiges Übel an. Das ist wirklich nicht fair. Aber was erzähle ich wieder? Die erste Chance, uns miteinander bekannt zu machen, und ich beschwere mich nur. Wie dem auch sei, es war schön, dich kennenzulernen. Ja, ja. Total. Fusionszellen, dankeschön. Oh, überwacht ein bisschen was draußen, ne? Naja, vielleicht nicht verkehrt. Melden Sie alles Verdächtige dem SEB. Ja, ja. Ständige Hallo. Wachsamkeit ist unabdingbar, um die Flucht von Synths zu verhindern. Hallo, Doc. Ah, da bist du ja. Justin Ayo, stellvertretender Direktor des Synth-Einbehaltungsbüros. Ich will ganz offen sein, wir werden dich in nächster Zeit genau im Auge behalten. Trotz deiner Verwandtschaft mit Vater wissen wir nur wenig über dich. Das verstehst du sicherlich. Es wird doch keine Probleme geben, oder? Warum vertraust du mir nicht? Oh, das ist nichts Persönliches. Ich vertraue niemandem. Also, Vater hat mich gebeten, dir einen kurzen Überblick über das Synth-Einbehaltungsbüro zu geben. Wir beschäftigen uns hauptsächlich damit, Synths zurückzuholen, die sich unter den Menschen an der Oberfläche verstecken. Warum wollen Synths überhaupt fliehen? Synths wollen nicht. Sie sehen vielleicht wie Menschen aus, sind aber Maschinen. Warum sie fliehen wollen, untersuchen wir gerade noch. Unser wichtigstes Instrument ist der Runner, ein Synth der dritten Generation, der an der Oberfläche arbeitet. Runner spüren aus dem Institut geflohene Synths auf und holen sie zurück. Sie sind höchst selbstständig und können kämpfen, infiltrieren und aufspüren. Mit einem Wort, unsere Runner sind gnadenlos. Aber das weißt du bestimmt, da du ja schon einem begegnet bist. Ich würde ja zu gerne wissen, wie du ihn besiegt hast. Ich besitze Kampferfahrung. Trotzdem sollte es ein Runner spielend mit einem einzelnen Kämpfer aufnehmen. Ich muss wohl in der Robotik nachfragen, ob sie eine Diagnose der gesamten Produktion durchführen können. Als hätten wir nicht genug Probleme. Also, wenn sonst nichts mehr ansteht, gehe ich wieder zurück an die Arbeit. Du kannst jetzt aus dem und ins Institut schnell reisen, ne? Ist das schön. Ich würde gern mehr über die Rückführung der Synths erfahren. Gut. Wenn ein Runner einen Synth gefunden hat, benutzt er dessen Rückrufcode, um seine Erinnerungen zu löschen und ihn zu deaktivieren. Dann beginnen wir mit der komplizierten Wiederherstellung der ursprünglichen neuralen Bahnen. Ist dieser Vorgang erfolgreich, geht der Synth wieder seinen Pflichten nach, ohne Erinnerungen an seine Zeit an der Oberfläche. Oftmals können wir den Schaden aber nicht reparieren und müssen die gesamte Einheit entsorgen. Das ist ja ärgerlich. Andererseits, Verzeihung. Dank den Synths, die geflohen sind, sind wir hier. Oh, was haben wir hier schönes? Fusionszellen. Das braucht ihr nicht. Munition braucht ihr nicht. Granaten. Braucht ihr nicht. So, schauen wir nochmal in das Terminal hier rein. Rückführungszielverfolgung. Einheit ID C241 entflohen. Good Neighbor, letzte Sichtung. Ah ja, Notizen, keine Sichtung in letzter Zeit. Es wird davon ausgegangen, dass sich die Einheit in Gewahrsam der Railroad befindet. Gedächtnislöschung wurde wahrscheinlich bereits durchgeführt. Aha, Einheit S943. Hat noch keinen zugewiesenen Runner. Standort Flughafen Boston. Untersuchung ausgesetzt. Gebiet gilt derzeit als zu gefährlich. Ja, da sind die. Da ist die Bruderschaft gerade im Gange, ne? Und B592. Raider-Festung in Libertalia. Aha. Gedächtnis von einer B-592 wurden von Railroad-Agenten gelöscht. Neue Identität Gabriel. Einheit führt zurzeit einen Raider-Bande in Libertalia an. Zeigt äußerst aggressives Verhalten, hat Dutzende Rivalen und Zivilisten getötet, Verdacht auf Hirnschaden infolge der Gedächtnislöschung. Okay, die Einheit, die ich gerade überlesen habe, wurde zerstört. Überreste nordöstlich von Saugus Ironworks gefunden. Überreste der Einheit in der Nähe von Saugus Ironworks entdeckt und zur Abteilung Robotik zurückgebracht. Einheit durch multiple Schusswunden zerstört. Wahrscheinlich beigebracht von Raiden. Mhm.
Identitätsgedächtnis-Einheit wurde gelöscht. Blabla, neue Identität Leo. Es wird zu äußerster Vorsicht geraten. Einheit wurde von den Railroad ausgebildet und beherrschen Umgang mit verschiedenen Waffen. Einheit hat sich der Gefangennahme zweimal entzogen und in beiden Fällen Runner verwundet. Aha, Liste Informanten. Die folgenden Personen haben sich bei unseren Rückführungseinsätzen als nützlich erwiesen. Im Austausch gegen Kronkorken haben sie uns Informationen über Sichtungen entflohener Synths und vermutete Railroad-Aktivitäten zukommen lassen. Wenn du einen neuen Kontakt herstellst, füge ihn der Datenbank hinzu. Cricket, Beruf Karawanenreisender. Tommy Ligan. Camel Kala. Doc Weathers, AJ. Chemdealer in Good Neighbor. Aha. Marowski, Chemlieferant. Good Neighbor. Lukas Müller. Enrico, Barkeeper in Diamond City. Sicherheit. Zugriffsprotokolle sind gerade mal uninteressant. Das sieht schmerzhaft aus. Ist noch ein Terminal. Abteilungsnotizen unserer neuer Besucher. Wie ihr wisst, hat Vater dem Besucher von der Oberfläche unbeschränkten Zugang gewährt, einschließlich des SEB. Natürlich müssen wir Vaters Anweisungen einhalten, müssen aber auch vorsichtig bleiben. Wir haben halt Gespräche über vertrauliche Informationen, insbesondere die andauernden Untersuchungen zu den Gen 3 Sins. In einer perfekten Welt hätte die Railroad keinen Einfluss auf unseren Gast ausgeübt. Leider leben wir nicht in einer perfekten Welt. Ah ja. Untersuchung. Aufgrund der Entwicklung bei unseren Untersuchungen des Verschwindens des Sins gelten ab sofort folgende Regeln. Sämtliche Details unserer Untersuchungen sind als geheim einzustufen und dürfen nur mit dem Angehörigen des SEB besprochen werden. Und dies ausschließlich in den Räumlichkeiten des SEB. Verstöße werden strengstens geahndet, natürlich. Infiltrationseinheit McDonock. Ich habe langsam den Eindruck, dass M762 keinen weiteren Nutzen bringen wird. Die Übernahme des Bürgermeisteramts in Diamond City hat uns über die Jahre Informationen von unschätzbarem Wert eingebracht. Aber das Misstrauen wächst immer weiter. Der letzte Vorfall, der Artikel in der Zeitung, der McDonald als möglichen Sünd darstellt, könnte es fast zum Überlaufen bringen. Ich habe mit Ayo gesprochen und wir beide halten eine Rückführung für ausgeschlossen. Sollte die Situation eskalieren. M762 wurde so gestaltet, dass er den echten McDonald perfekt imitiert. Daher entspricht der Zustand der Einheit einem Menschen, der stark übergewichtig und völlig außer Form ist. Das Löschen der Erinnerungen würde psychologisch bedingte Schwächen aufgrund des angeblichen Alters der Einheit aufheben. Aber dieser Körper? Das ist ein hoffnungsloser Fall. Die Ironie in der ganzen Sache ist, dass M762 in einem seiner Berichte eine Stelle als Runner beantragt hat. Ja. Er führte seine jahrelange Pflichttreue und seine Erfahrung an die Oberfläche als Qualifikationen auf. Diese Anfrage zeugt von genug Selbstbewusstsein, dass er als Kandidat nicht in Frage kommt. Außerdem würde er nicht einmal in die Uniform passen. Am Schluss sollte die wahre Identität von M762 irgendwann entdeckt werden, wird die Einheit sofort im Feld außer Dienst gestellt. Keine Rückführung, keine Hilfe durch das Institut. Angesichts des Alters und des physischen Zustands der Einheit, ganz zu schweigen von den grundsätzlichen Gefahren für eine Infiltrationseinheit, gehen wir von einer Lebensspanne von maximal 2 Wochen aus. Aha. Zugang zum SEB. Ich habe bemerkt, dass bestimmte Kollegen, die mit unseren Strategien und Vorgehensweisen nicht einverstanden sind, mehr als einmal versucht haben, den normalen Beschwerdeweg über eine Meldung an Vater zu umgehen. Stattdessen haben sie versucht, Zugang zu unseren gesicherten Einrichtungen zu erlangen, um ihren Unmut auf direkter Weise Luft zu machen. Ich muss euch sicher nicht daran erinnern, dass nur autorisiertes Personal Zugang zum SEB hat. Lasst euch nicht beschwatzen oder anderweitig dazu bringen, Personen ins SEB zu lassen, die nicht über die erforderlichen Autorisierungen verfügen. Verstöße werden geahndet, bla bla. Energieeinsparung. Boah, schreiben die viel. Wie euch bekannt ist, hat Vater uns gebeten, Energieverbrauch genau im Auge zu behalten und Energie so effizient wie möglich einzusetzen. Ich möchte noch anführen, dass die Streben nach Effizienz für alle unsere Tätigkeiten gelten sollten. Allerdings hat unsere Abteilung einen Bedarf, der einzigartig im Institut ist. Tatsache ist, manchmal benötigen wir Ressourcen, die wir aufgrund unserer heiklen Tätigkeiten nicht preisgeben können. Ich vertraue hier voll und ganz auf euren Urteilsvermögen. Wenn ihr zusätzliche Energie oder andere Ressourcen benötigt, um eure Arbeiten erfüllen zu können, dann nehmt euch, was ihr braucht. Ihr könnt mich natürlich zu Rate ziehen, falls ihr Fragen oder Bedenken habt, aber letztlich seid ihr dafür verantwortlich, die Termine für eure Projekte einzuhalten.
und ich werde fehlende Energie nicht als Ausrede dafür akzeptieren, dass diese Termine nicht eingehalten werden. Kurz gesagt, tut, was ihr mir müsst, um eure Arbeit zu erledigen, und falls sich jemand darüber beschwert, werde ich mich darum kümmern. Oh, immerhin, ne? Inventarmanagement. Aha. Aha, aha. Oh, X102 hat 1000 Kronkorken. Ja, Zugriffsprotokolle sind egal. Passt schon. Okay. Dann haben wir doch jetzt einen ganz guten Überblick über das Institut. Aber ich traue der ganzen Sache hier immer noch nicht. Irgendwas ist hier faul. Oh, simulieren Sie hier Tag-Nacht? Da gibt's was zu essen. Huch. Wo kamen wir ins Büro? Da sind Wohnquartiere. Du warst also dabei, als die Bomben fielen. Das muss schrecklich gewesen sein. Ja, war nicht so geil. War ja auch relativ knapp, ne? Seien Sie immer wachsam. Ja, ja. Was war denn hier Schönes? Oh, das hier ist Arios Quartier. Aha. Ich habe Sicherheitsvorkehrungen deaktiviert. Und jetzt? Er hat einen Balkon. Nicht schlecht. War ich auch ein Zimmer bekommen? Vaters Arbeit war sehr inspirierend für mich. Ach, warte, da ist schon Karl in der Tür, oder? Ist das ein Hinweis, dass der hier auch wohnt? Aber auch hier nichts Spannendes, okay. Was haben wir hier für einen Raum? Der scheint auch ein bisschen größer zu sein. Mit zwei Balkonen. Ah ja, braucht man ja unbedingt. Ein Balkon reicht ja nicht. Na gut, aber wie kommen wir jetzt zurück zu Vater? Beziehungsweise unserem Sohn? Scanner, Person identifiziert. Hier ist noch eine Tür, die ist zu. Ah, Balkon. Ist auch bestimmt hier vorne irgendwo, oder? Da runterspringen ist, glaube ich, keine geile Idee. Oh, und von hier kann man auch reinspringen. Ich entschuldige mich für Störungen, die meine Arbeit hervorrufen könnte. Ohne Ihren Sohn wäre ich nicht hier. Sir, es gab wieder ein Problem. Ein Code Rot. Was? Zum dritten Mal in zwei Wochen? Das ist inakzeptabel. Wer redet denn hier? Wie konnte das passieren? Wir glauben, es gab einen Systemfehler. Wir schauen uns das an. Verdammt! Ihr seid zu nichts zu gebrauchen. Manchmal ist Quentin richtig gemein. Raus, was passiert. Aber meine Mama sagt... Bis dahin sollen die anderen in höchster Alarmbereitschaft bleiben. Ich will mehr Patrouillen und mehr Rundgänge. Sofort, Sir. Wenn du irgendwas auch nur entfernt Verdächtiges siehst, melde es sofort. Das darf sich auf keinen Fall wiederholen. Verstanden? Ja, Sir. Verstanden. Hier gibt es in letzter Zeit eine Menge Hybris. Damit habe ich nichts zu tun. Nur eine Routinepatrouille, Sir. Okay, wir müssen... Ich erinnere mich, es war hier zwischen Robotics und Biomagical. Oder Bioscience. Hoppala. Und zwar genau hier irgendwo. Na, wo steckt er?
Da sitzt er. Okay, wir haben einen kleinen Überblick über das Institut. Und beim nächsten Mal werden wir mit Vater darüber reden. Ja, ob wir uns dem anschließen oder nicht, werde ich mir bis dahin auch überlegen. Ich kann es noch nicht sagen. Mal gucken, was er zu sagen hat. Also bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.